Hey ho Menschen, ja, bevor dieser Part beginnt, muss ich euch etwas sagen, denn ich bin ein dumb people. Naja, nee, jedenfalls ist, wie ihr vielleicht in der Anmoderation merkt, werde ich da sagen, willkommen zu Part 5. Denn ja, das ist so in sich ganz richtig, denn Part 4. Ja, das ist irgendwie, ist da was passiert, das das ganze Video zerstört hat. Jedenfalls ist es ab einer bestimmten Stelle so, dass es ganz schnell geht, also dass meine Stimme irgendwie abgespeedet ist. Ich habe es nicht so arbeitet, ist einfach so. Und seitdem, ja, kann ich an diesem Video nichts mehr retten. Bedeutet, ich muss diesen Part auslassen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Echt jetzt, ich guck's mir an und auf einmal ist auf einmal dieses Speed drin. Ich kann auch nicht sagen, ja, dann nehme ich eben Speed runter. Weil es eben so ist, dass das Bild eben in der Normalgeschwindigkeit noch ist. Nur meine Stimme nicht. Bedeutet, am Ende ist noch so ein Rest, da wo das Bild zu sehen ist, aber nicht mehr meine Stimme zu hören ist. Bedeutet, ja, ihr müsst, es tut mir leid, ihr müsst euch mit Part 5 begnügen. Also Part 4 wird nie mehr auftauchen. Das ist sozusagen die verlorene Folge von SpongeBob. Ja, es war lustig. Hey ho Menschen, ich melde mich zurück zu Let's Leiter IU Part Nummer 5. Jo, wir sind bei 12.271 Punkten stehen geblieben und wir brauchen 1.374. Bedeutet, wir brauchen jetzt nur noch 103 Punkte. Nur noch ist gut, ist schon noch ein weites Stück, aber das sollten wir, denke ich, mal hinkriegen. Gucken wir direkt mal nach einem Kampf. Ohoho. So, das ging schnell, hätte ich nicht erwartet. Und die Musik ist immer noch wieder an. Ach Gott. Das werde ich irgendwie nie in meinen Kopf kriegen, dass ich das vergesse. Das weglassen soll. Also die Musik. Ach Gott, verdammt. Mann. Scheiße. Okay. Ich würde sagen, wir liegen mit rotem Fan, weil das hier wird von Voltswitch hart getroffen. So wie das hier von Airslash. Das hier auch ganz gut von Voltswitch. Machen wir mal schnell einen Damage Card nebenbei an. Ja, fangen wir mit rotem Fan an. Rapion. Weiß nicht, ob das killt? Ich glaube nicht. Also ein Hinpower Ground. Hinpower S. Ne, wo rotem S, sorry. Drapion. So. Im Hinpower Ground. Hinpower Ground. Joa. Choice Specs 73. Der Donnerblitz macht mehr. Krass. Okay, wieso habe ich hier ein Power Ground drauf, wenn Donnerblitz sogar mehr macht? Naja, okay, wir machen World Switch. Jo. 63%. Das ist ein guter Schaden. Das ist ein guter Schaden. So, ich predikte eigentlich so ein Knockoff. Eigentlich. Ich würde sagen, wir gehen in Krebsmensch. Und wenn jetzt ein Toxic Spike kommt oder so, ein Knockoff, ja, da ist es. Is it? Ich glaube, ein Waterfall wird trotzdem killen, oder? So. Kabutops. Hoffen wir es. 45, ja, live haben wir nicht mehr. 35. Ja, komm. We risk it to the biscuit. Yes! Und es killt. Nice. So. Life ist leider weg. Das ist schon ein bisschen schade, aber jetzt kriegen wir. Der Vorteil ist, dass wir jetzt nicht immer Schaden bekommen, wenn wir angreifen. Jetzt kommt Hitmonlee. Wahrscheinlich wird er uns jetzt dingetzen. Entweder mit Knockoff direkt angreifen oder Fake Out, damit er direkt schneller ist als wir. Versuchen wir es einfach mal direkt anzugreifen. Und da kommt, ja, das ist Normal Gem Teil Dings. Data Hitmonlee. Vielleicht können wir es ja trotzdem noch outspeeden. 87. Data Kabutops. 80. Nee, das wird nichts. Ja, komm, wir versuchen's. Oha. Jetzt kriegt er seinen Burn Boost nicht mehr. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Wieso er das jetzt gemacht hat? Also. Okay. Jetzt macht er Will. Okay. Ich bin gerade ein bisschen. Bisschen verwirrt. Aber, naja, was. Also, ich wollte es sowieso jetzt zacken.
Und da kriegen wir quasi einen Free Win. Wow, der war wirklich tief. Ja gut. Ja, 14 Punkte, not bad. Und wir machen direkt weiter. Ja, das fand ich jetzt uncool. Habe ich jetzt ganze Zeit gewartet. Mann, das fand ich scheiße. Ja, who cares? Wir haben Free Punkte bekommen. Free Punkte. Mein Englisch ist super gut und so. And this stuff. Yo. Ja, jetzt könnte es doch wieder ein bisschen länger dauern. Wir sehen uns gleich wieder. So, da haben wir einen neuen Kampf. Boah, der hat einen shiny Amoongus, sowas läuft. Dark Lord Garchomp. Okay. Okay, ist sein Name, ich weiß auch nicht. Ist ja egal. So, womit könnte ich leaden? Also, der hat so ein Standard... Naja, Standard nicht, aber... Das hier sieht man oft, Amoongus sieht man oft. Ich habe zwar auch Amoongus, aber trotzdem... Ich sehe drei potenzielle Leads, ne? Ich würde sagen, wir fangen mit Gossip an. Weil ich werde auf jeden Fall auf Krebsmensch wechseln und ich will es jetzt nicht so offensichtlich machen. Hit me, baby, one more time. So, dann mach mal deinen... Oh, Knockoff könnte er machen, das wäre kacke. Aber ich glaube, der macht es erst. Fuck! Damn. Oh, er ist live up. Na, okay, ich werde sowieso nicht killen, also... Das ist jetzt natürlich unfortunate. Wollen wir einen Knockoff machen? Deutscher, stimmt's? Jupp. Ah, okay, der könnte doch vom deutschen Chat rum sein, ne? Dann machen wir einen Knockoff. Big Gold Love Disc. Oh ja. So. Dann natürlich ein Scald Kacke. Sagen wir wechseln auf. Fan auf rotem Fan. Was Gold. Na gut, macht dies. Na, damn! Ach, sowieso Wall Switch. Ah. Dat Nick. Okay, also ich an seiner Stelle würde jetzt auswechseln, weil der würde das nicht so gut aushalten. Deswegen mache ich mit zwei. Oh. Na gut, natürlich, scoutet er. Okay, das war jetzt, unfortunate. So, aber jetzt zwinge ich ihn quasi dazu, in einen Moongus zu wechseln. Ansonsten schläft jetzt ein Pokémon von ihm. Ja, und wenn er das will, das ist so gut. Okay, also im Moongus habe ich kein Problem, wenn er das jetzt reinwechselt. Yep. Hagen Kisses. So. Ja, das war jetzt ein bisschen kacke von mir, aber was soll man machen? Ja, sein Love Disc. Ein Big Ol' Love Disc. Fällt mir jetzt gar nicht so sehr. Ja, ich glaube, der ist vom deutschen Chat rum. Ja, der kam mir schon ein bisschen bekannt vor. So, was könnt ihr jetzt machen? Sludge Bomb. Wechseln wir einfach mal einen Man of Steel. So, und jetzt könnte er natürlich, wie heißt denn das? Spore machen, aber ich bin gerade ein bisschen raus. Okay, er könnte Spore machen. Oder auswechseln. Lass mal das hier machen. Ja, da kommt der Spore. Und wir machen jetzt einfach Road Switch. Oder machen wir Air Slash? Machen wir mal Air Slash. Got that style her. Jetzt hat er ja mehr oder weniger gut predicted. Jetzt gehen wir nochmal in Master Balls. Natürlich könnte er Höhen Power Ice machen. Ich verstehe es nicht, wieso Jolteon auf einmal Ayu ist. Also verstehe ich irgendwie nicht. Wahrscheinlich, weil es nicht so bulky ist, aber trotzdem. Ah, das Regenerator-Team, ne? Also, Ayu besteht eigentlich nur aus Regenerator-Teams. Das TÜV. So, was macht denn der jetzt? Gehen wir mal auf Man of Steel. Ey, jetzt U-Turn. Also, der hat einen World Switch U-Turn Regenerator Core-Team. Mal sehen, wie ich das handeln will. Werde. So. Könnte mich jetzt burnen. Machen wir mal Curse. Knockoff. Ja, Leftovers sind mir jetzt nicht so derbe wichtig, aber trotzdem. Curse. Jetzt kommt der Will-O-Wisp.
Aber mit meinen zweifach geboosteten Man of Steel in der Defensive sollten wir jetzt eigentlich jeden Schlag einstecken und wir haben ja West, also sollte das klar gehen. Jetzt kommt Big Ol' Love Disc, aber was will Big Ol' Love Disc gegen Registeer machen? Also ich kann ihn höchstens quitten und das ist eben mein Vorteil. Deswegen bin ich hier klar im Vorteil. Los, Curse! Iron Head, 14%, ja, ist nicht so viel. Aber passt schon. Ja, 8%. Ich kann mich heilen, er kann sich heilen, das wird ein ewiger Stall War quasi. So. Ah, verdammt, ich habe nicht mitgezählt. Hoppla. So. Jetzt können wir uns bis in uns endliche. Uns in, ins Unendliche boosten. Oh Gott, kann ich nicht mehr reden hier. Ja, machen wir nochmal Curse. Hier Eigenwerbung. Ja, tut mir leid. Tut mir leid, Leute. So, jetzt kann ich wieder West machen und dass er in sein Jurtion geht, verstehe ich jetzt nicht. Dann machen wir Sleep Talk. Der Shadow Ball macht nicht so viel. Dann der jetzt predicted. Nein, mach doch nicht West! Krieg Iron Head. Also, ja, er macht jetzt ganze Shadow Ball, aha. Ja. Iron Head, zack, tot. Kriegen wir heute mal einen Man of Steel Sweep hin? Das wäre cool. That would be nice. So, jetzt hat er erkannt, er muss mit seinem Big Ol' Love Disc drin bleiben. Ansonsten hat er ein Problem. Und jetzt könnten wir ihn free hitten. Mal sehen, wie das klappt. So. Wenn er einen Burn kriegt, bin ich sauer. So, zack. Toxic, aha, der prediktet jetzt den Switch. So, jetzt switchen wir aus, oder? Yep, jetzt switchen wir aus. Jetzt wird er auf jeden Fall auswechseln. Ne, er wird drin bleiben. Er wird drin bleiben. Aber auch nicht. Ne, da bleibe ich nicht drin. Ja. Gleich werden wir auch mal den Burn wegmachen. Wenn er jetzt einen Doppel-Protect macht, dann bin ich sauer. Du Arschloch! Du bist dein kleines Arschloch. GG, jetzt haben wir gewonnen. Jetzt ist es vorbei, yep. Er hat eingesehen, er kann nichts gegen Registeer machen. Und da haben wir das Spiel auch gemacht. So läuft das. Ja, also den Doppel-Protect, der war jetzt wirklich... zwar in einem Astro-Move, aber was soll man machen? Solche Leute gibt es immer wieder. Gut, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch ein paar Kampf hinkriege. Wenn es ein langer Kampf wird, dann wird es knapp. Bedeutet, ich werde mal diesen Part jetzt beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Also, ich habe das bis jetzt noch nie gesagt, aber lasst doch ein Like da, wenn es euch gefallen hat und vielleicht ein Kommentar oder so. Aber ich kann sowas nicht, also ich bitte euch. Also, wir sehen uns im nächsten Kampf wieder. Oder im nächsten Part wieder, wenn es heißt, wir plätten ein paar Value-Streams.